So. Wer öfter mal meine Konzerte besucht hat, weiß ja, dass ich gern mal auf so diese sprachlichen Verwechslungen stehe und auf Doppeldeutigkeiten. Und letztes Mal konnte ich in Langenargen wieder was Schönes ernten. Es kam eine Frau zu mir in der Pause, musste dann nach dieser folgenden Äußerung auch sehr lachen, weil sie hat zu mir gesagt, Herr Schmidt, ich habe seit dem Tod meines Mannes nicht mehr so gelacht. Ja. Ja. Das teuerste Missverständnis allerdings so sprachlicher Art und Weise ist uns passiert vor einiger Zeit in Nürnberg. Wir waren da mit dem Bandbus unterwegs und der Bandbus stand in dieser Parkgebührzone. Kennt ja jeder, da gibt es diese Automaten. Oben wird Geld eingeworfen, unten kommt der Zettel raus und auf dem Zettel steht interessanterweise Parkschein von außen gut lesbar an die Windschutzscheibe legen. Ja, habe ich gemacht. Parkschein von außen gut lesbar an die Windschutzscheibe gelegt. Und dann haben wir gespielt und dann komme ich wieder zurück und dann war so eine oberfränkische Schönheit an meinem Auto gestanden. Ja, so eine ganz liebenswürdige Politesse mit einem total abgefahrenen Hut. Und dann bin ich zu ihr hingegangen und habe gesagt, Servus, wo gibt's den Hut? Nein, ich habe gesagt, was jetzt das soll, warum es mir da aufschreibt. Und dann hat sie gesagt, Sie haben keinen gültigen Parkschein an Ihrem Fahrzeug dort. Und dann habe ich gesagt, doch, ich habe den Parkschein gelöst und da steht drauf, von außen gut lesbar an die Windschutzscheibe legen. Ne? Habe ich gemacht. Da war er halt weg. Dann hat sie mir angeschaut und hat gesagt, gibt's bei euch noch mehr so Blöde? Und das mit so einem Hut auf dem Gesicht. Dann habe ich gesagt, nein, ich bin der Letzte, die anderen sind alle zur Polizei. Das war so wahnsinnig teuer, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und dann haben wir gedacht, ja, nachdem es eh schon so teuer war, schiebst du noch einen hinterher, weil man hat ja ein paar so Sprüche parat, die muss man mal ausprobieren. Und dann haben wir gedacht, sagst du zu ihr, ja, es gibt eh unheimlich wenig anständige Frauen, die ihr Geld auf der Straße verdienen. Das war dann nur im Preis inklusive. Es war echt ein ganz tolles Gespräch, ein bisschen ein hoher Minutenpreis, aber ansonsten wirklich ganz toll. Und wir haben uns ein bisschen über die bayerische Polizei unterhalten und warum die immer so kräftig sind. Und dann habe ich sofort ein Stück drüber machen müssen. Und dieses Ding heißt Krafttropfen Nummer 9. Und in dieser letzten Strophe, da geht es dann auch ein bisschen um die Politesse und ihre Partner. Da gibt es Interessantes zu erfahren.